Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind gerade dabei, unseren Wasserweg mit Wasser zu versehen. Er ist noch nicht so ganz optimal ausgewassert, aber wir arbeiten dran. Dann müssen wir gleich, wenn wir fertig sind, einmal nochmal lang schwimmen und gegebenenfalls noch ein paar Eimer verteilen. Aber so alles in allem sieht es doch schon ganz schnuckelig aus. Wir gehen jetzt mal eben hier nach unten. Hier kam gerade von Zombie-Killer die Frage, ob auf dem Server Add-ons wie Minimap oder Voxel-Map erlaubt sind. Die Minimap kenne ich, Voxel-Map kenne ich jetzt nicht, aber es wird wahrscheinlich ähnliches sein. Eine gewoxel-grafikte Map der Minecraft-Welt. An sich, also ich persönlich habe gegen so Sachen jetzt nichts. Ist ja eure Entscheidung, ob ihr das nutzen möchtet, eine Minimap oder nicht. Was ich ein bisschen uncool finde, sind diese Texture-Packs, die dann einfach alles transparent machen, außer Edelmetalle und Co. Aber es obliegt auch euch, wenn ihr da Bock drauf habt, macht das. Ist ja euer Ding, ob ihr euch den Spaß des Buddelns damit jetzt versauen wollt oder nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Also selbst sowas verbiete ich jetzt nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht doch. Mir persönlich wäre es halt zu lame, muss ich sagen. Wenn ich dann schon immer genau weiß, wo es ist, ja, dann ist dieser Reiz des Buddelns halt irgendwie weg. Ich finde gerade das ja so an Minecraft so witzig, durch die Erde zu buddeln und zu gucken, was man heute wohl wieder findet oder ob man was findet. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und auch diese Minimaps und Co. ist jetzt kein Verbot oder sowas da. Das Einzige, was halt sichergestellt werden muss, ist, dass diese Add-ons keinen Impact auf den Server haben. Die Sache ist ja die, also in der Regel arbeiten die Dinger Client-Side, das heißt, eigentlich dürfte da nichts passieren, aber die brauchen ja trotzdem die Information, mit der sie die Voxelkiste bauen. Aber ich denke mal, das werden auch nur die normalen Chunk-Informationen sein, die der Server sowieso aushandelt. Also, solange die Dinger keinen Impact auf die Server-Performance haben, ist das alles erlaubt. Nur cheaten halt nicht. Sowas wollen wir natürlich nicht. Rumgecheat oder Hacking-Clients, die sind definitiv verboten. Wenn das auch ja, bemerkt wird, dann ist Ende Gelände. So machen wir auch kurzen Prozess, da wird nicht rumgeeiert oder so, da gibt es auch keine zweite Verwarnung. Wer rumcheatet, rumhackt, Speedhacks, rumfliegen und was weiß ich was all, sich Items erschummelt, da ist dann Ende. Da schmeißen wir dann raus. Aber das ist ja irgendwie auch verständlich, denke ich mal. So. Wassermäßig nähern wir uns der Vollendung. Es sieht inzwischen auch relativ ruhig aus. Hier muss, glaube ich, nochmal was rein. Und hier. Hier nochmal. Warte mal, da muss noch was hin. So, guck mal. Und hier nochmal. Und da nochmal. Aber ein bisschen müssen wir noch. Ich habe hier so eine große Fläche draus gemacht, deswegen ist hier noch so viel Bewegung drin. Da müssen wir noch ein bisschen Wasser holen. Das soll hier auch möglichst ruhig werden. Es wird nicht super ruhig werden, aber möglichst ruhig. Somit eben nochmal zurück. Oh, dann haben wir das schon. Dann ging ja doch schneller als gedacht. Dann schnappen wir uns gleich ein Boot und fahren den Weg mal lang und gucken, ob es passt. Sieht aber gut aus. Ich denke mal, hier müssten wir jetzt eigentlich auch auffüllen können, oder? Ja, guck mal. Ups. Brauchen wir gar nicht so weit. So, wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist es flach. Hallo. Spring ruhig ins Wasser. Und dann geht's dir wieder gut. Siehst du? Scheiße, das hat echt geklappt. Was willst du? Hau mal ab hier. Ich muss hier arbeiten. Keine Zeit für deinen Scheißer. Hier noch ein bisschen Wasser hin. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. So, dann hol ich jetzt mal ein Schwert, um den Typen zu verprügeln. Ich glaube, wir haben's. Stirb! Stirb, komischer Zombie! Du sollst sterben, habe ich gesagt. Ja, da ist es gut. Da ist er tot. Tot, tot, tot. So. Läuft, meine Freunde. Läuft. Als nächstes müssen wir dann jetzt hier den Weg in den Berg uns schlagen. Da machen wir so ein großes Tor, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, weil da ist schon irgendwie Beleuchtung und so. Das heißt, hier hat schon jemand mal irgendwie was gebuddelt. Da müssen wir gegebenenfalls jetzt dann schließen. Oh nö, wieso ist dann jetzt hier so ein großes Loch drinne? Das ist ja scheiße. Wenn wir nämlich jetzt dann in den Berg reinschlagen, müssen wir da so ein, müssen wir den ganzen Boden des Hafens ausbauen, weil hier schon so eine große Schlucht ist. Oh je, das wird Arbeit. Na egal, wir mogen das. Wir lassen uns da jetzt nicht von unterkriegen. Das läuft. Bevor wir damit aber starten, RP, TP, Fuchsturm. Einmal kurz nach Hause. Erstmal die Wassereimer wieder wegbringen. Fürs Erste. Wir brauchen die nochmal wieder, aber jetzt
zum Aushöhlen des Berges erstmal nicht mehr. Da brauchen wir eher Cobblestone, aber haben wir gar nicht so viel. Deswegen müssen wir gucken. Wahrscheinlich müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen Cobblestone leihen. Auf für immere Zeit. So, das stacken wir. Das ist, der Rest ist okay. Bup, 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 bup. So, Essen kommt da auch wieder hin. So, und so. Fühle ich mich doch gleich wieder gut. Und nun holen wir uns ein Boot. Dieses Fichtenboot. Der Fichtenelch. Und damit fahren wir mal den Weg ab und gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich denke ja. Aber so eine kleine Testfahrt sollten wir schon unternehmen. Man will das ja auch sicherstellen, ne? So. Oh, mal hinab da. Ganz entspannt wieder die Schneckennudel hinab. Lalalalalalalalala. So. Das sind wir doch. Das sind wir doch. Bup, 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 bup. Sehr gute Hafen. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja auch mal so ein neues Projekt. Mal so eine unterirdische Hafenhöhle. Wir gucken jetzt nochmal gleich mal beim Templer nochmal ein bisschen bei seinem Hafen, wie schön er das gemacht hat. Und inspirieren uns dort ein bisschen. Ich dachte gerade, hier wäre schon ein Boot. Dann hätte ich aber gekotzt, wenn jetzt hier ein Boot gelegen wäre, weißt du? War aber nicht. So. Ich möchte gerne bitte einsteigen. Sehr schön. Und los geht's. Fahren wir mal hier lang und das sieht sehr gut aus bis jetzt. Hier ist vielleicht wirklich ein bisschen eng, aber das geht. Oh. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Und dann geht das. So. Oh, oh, hier, guck mal, da müssen wir nochmal bei. Das ist zu eng. Hätte ich die Eimer mal nicht weggebracht. Ah, egal. So, hier haben wir schon. Komm, wir ziehen in den Frieden. Alles klar. Das klingt nach Templer. Wir sind da. Ja, oder ist der Templerhafen? Siehst du? Da haben wir ihn. Also, Seeweg passt. Man muss dann natürlich gucken, dass wir das auch noch ans offene Meer anbinden. Ne? Das ist natürlich jetzt erstmal der erste Streich. Wir müssen natürlich dann noch irgendwie ans offene Meer kommen. Weil das ist natürlich ein bisschen witzlos. Jetzt haben wir einen kleinen Mini-Seeweg, der von hier ein paar muckelige Meter weit führt. Aber dann ist auch schon Schluss. Da muss natürlich jetzt auch ein bisschen mehr gehen. So, erstmal steige ich jetzt. Ach, jetzt mal das gleiche. Aus dem Boot aussteigen ist auch immer so eine Katastrophe, ne? So, das nehmen wir wieder mit. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen breiter. Das ist mir dann doch ein bisschen. Bisschen sehr eng, muss ich sagen. So, guck mal. Jawohl. Da eben noch. Da ist ein Baum, der bleibt auch. Der Baum ist böse und der bleibt auch böse. Die Bäume lassen wir, die machen wir nicht weg. Machen die wirklich nur so ein bisschen. Bisschen Randerweiterung, dass man hier ein bisschen chilliger durchkommt. So, guck mal. Und schon ist das schick. Den vielleicht eben noch hier und den. So. Das sieht doch schon gleich viel angenehmer aus, hier durchzufahren. Hier vielleicht noch ein bisschen den und den und den und den und den. Den Baum lassen wir. Aber hier können wir diese Spur eben noch wegmachen. Oh. Dann ist das auf jeden Fall auch dick genug. Guide wohl. Und der Rest ist, glaube ich. Da kommen wir mal ein bisschen können wir hier noch, ne? Da hier noch ein bisschen die Ecke. Wir ein bisschen verbreitern wir den Weg noch. Oh, ein bisschen, nicht viel, aber so ein Baiten, dass wir ein bisschen angenehmer durchfahren können. Ne? Wir wollen das ja nicht zu. Will sich ja auch entspannen, wenn man da mit dem Bötchen rumtuckert. Das soll ja keine Arbeit sein. Ja, gemütlich sein, hier lang zu fahren. Man soll sich wohlfühlen. Und sich freuen auf das Ziel. So, das sieht aber gut aus. Ich denke, das passt. Ich denke, das passt. Man kann natürlich dann noch überlegen, jetzt so ein paar Beleuchtungspfosten da noch ranzumachen. Dass der Weg auch schön beleuchtet ist. Das tut aber erstmal nicht unbedingt Not. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Ich glaube, den machen wir auch noch weg hier. Das wird zu spitz. So, nun ist gut. So, na gut. Dann müssen wir jetzt in den Berg hinein. Da muss ich jetzt mal gucken, wie groß wir das machen. Also hier ist der Berg. Und dann muss das eigentlich.
Ah, hier muss das sein. Okay, warte. Wir gucken mal. Wir lassen eine Schicht Erde noch da. Einfach nur, damit uns die Scheiße jetzt nicht gleich um die Ohren läuft. So, mal gucken. Das darf ruhig ein massiv großer Eingang sein. Das darf ruhig ein bisschen mächtig aussehen, oder? Was meint ihr? Das darf ruhig ein großes Ding sein. Ich würde sagen, so groß. Ich denke, so groß reicht. Größer ist besser, ich weiß. Ich weiß, komm, wir machen noch einen. Wir machen ihn so groß. Bedeutet aber, ich muss das hier eben hier noch abdichten, damit uns der Kram nicht um die Ohren läuft. Was lassen wir erstmal so? Warte mal. Hier eben noch dicht machen. So, dann ist es gut. Dann können wir hier tatsächlich auch schon eine Etage tiefer. Das können wir dann auch wegmachen. Zack, 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 zack. Machen wir hier schon mal eine Etage tiefer. Das wird nun den Eingang. Das wird er werden. Ist doch die richtige Höhe, ne? Ja. Okay, das heißt, auf dieser Höhe muss dann... dieser Höhe müssen wir das schön machen. Oh Gott. Das wird fürchterlich. Und wie hoch machen wir ihn? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir höhlen jetzt erstmal den ganzen Berg aus und dann schauen wir, wie hoch wir den machen, ne? Da kann man sich ja noch Gedanken drüber machen, wie hoch das werden soll. Auf jeden Fall sehr hoch. So viel ist, steht schon mal fest. Okay. Norbert, hier alles gut oder was? Läuft bei dir, ne? Ah, es läuft bei ihm. So, Moment. Jetzt muss ich mal ein... Oh, ich habe keine Steine mitgenommen. Wie kann ich denn noch keinen Bruchstein gesammelt haben? Wie ist das möglich? Jetzt ist er gestorben. Ich glaub's nicht. Was hat er denn vor? Du, ich will es... Ich hinterfrag es nicht. Das passt schon. Nee, ich wegschwimme hier. So, Moment. Wir kümmern uns erstmal drum. Ich brauche den Bruchstein. Der sich hier versteckt. Löb. Doch fliegt so ein bisschen was weg. Ich hätte das noch gerne. Immer her mit dem Bruchstein. So, pass auf. Den nehmen wir nämlich jetzt. Und beginnen damit schon mal, den Boden abzudichten. Ist das von dir geclaimed? Kam gerade die Frage, ob Mobs deaktiviert sind. Mobs sind nicht deaktiviert. Man kann aber in seinen eigenen Claims das, glaube ich, ausschalten. Und das wird wahrscheinlich der Fall sein. Vermutlich hat er Study Flag G-Weise deaktiviert. Okay, schon verstanden. Ich sag ja, man kann das irgendwie einschalten. Wenn man keinen Bock auf Monster hat, kann man für seinen Claim die Monster ausmachen. Dann hat man da Ruhe. Ich finde, das kann sich jeder wirklich für sich überlegen, ob er das möchte oder nicht. Und finde ich eine coole Option, dass es halt geht mit diesem Plugin. Deswegen haben wir das installiert. Ich verstehe schon sehr gut. So, guck mal. Ja, es geht voran. Es geht voran. Also wir machen da erstmal einfach das, den Untergrund machen wir echt wirklich aus Kobbel. Wieso nicht? Das passt ja auch für so ein Wasserding. Da kannst du das machen. Kann ich auch so, natürlich so Naturstein nehmen, aber Kobbel ist okay. Kannst du mit arbeiten, würde ich sagen.
Okay, bin ich wieder voll? Nee. Schwimmt das denn hier noch wirklich rum? Ah ja, doch, es schwimmt hier wirklich rum. Guck mal, eigentlich kann man das ja quasi so lassen. Man könnte ja das, was sowieso unter dem Wasser ist, das brauche ich ja nicht auffüllen. Das kann ich ja so lassen. Das machen wir auch so. Das, was eh unter der Erde ist, das fülle ich gar nicht erst auf. Ist ja völlig bescheuert. Voll gut. Das heißt, wir arbeiten jetzt einfach nur auf der Höhe weg. Wir arbeiten einfach auf der Höhe weg und ändern nur das, was über der Wasseroberfläche ist. Guck mal, das muss ich nicht mehr. Das lasse ich schön so, wie es ist. Das wird nur lustig, weil wir die Höhle drumherum halt irgendwie abdichten müssen. Wir müssen nämlich ein gutes Stück rein. Also ein gutes Stück. Ich meine jetzt mal wirklich ein ordentlich gutes Stück. Mal gucken, wie das jetzt von der Breite her ist. Das passt. Da machen wir so ein schönes Rundtor hin. Mit so ein paar Gittern, dass das so aussieht, als könnte man so ein Fallgitter runterlassen. Und dann führt das direkt hafenmäßig in den Berg hinein. Ja, es wird gut werden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Tatsächlich. Ich glaube, das wird eine nice Sache. Eine nice Sache. Nur den ganzen Berg abzutragen. Das wird eine anstrengende Sache. Es ist halt doch sehr viel Berg, ne? Und die Frage ist immer noch, wie hoch machen wir es? Reicht das an Höhe? Wahrscheinlich nicht. Wir arbeiten jetzt erstmal, wie hast du es gemacht, dass die Seegurken, Creeper, keinen Schaden machen auf dem Server? Red Protect. Doch, kannst das ausschalten. Deswegen macht sie zwar ein bisschen sinnlos, aber sie sind halt trotzdem drin, weil sie lustig sind. Ich wollte sie nicht, man kann sie auch ganz deaktivieren, weil sie machen jetzt halt keinen Schaden mehr an einem selber und an Gebäuden, weil ich finde es nichts, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn so ein scheiß Creeper kommt, explodiert und dir das halbe Gebäude zerlegt, weißt du? Das musst du nicht haben. Deswegen haben wir das schön aus. Aber ich wollte sie halt auch nicht ganz ausmachen, weil sie sind so Minecraft-typisch. Ich finde, die gehören dazu. Und selbst wenn sie keinen Schaden machen, sind sie halt irgendwie knuddelig. Man will sie dann halt einfach da haben. Und deswegen sind sie noch da, auch wenn sie keinen Schaden machen. Ich sag euch, das wird ganz schöne Arbeit. Das wird eine ganz schöne Arbeit. Und wir müssen das alles noch verkleiden. Das kriegen wir hin. Ich sag euch das. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich lege das hier doch trocken, weil es nervt. Ja, doch, wir legen das doch trocken. Ohne Scheiß. Das ist schön auf einer Höhe. Ich habe aber auch alles richtig gemacht. Naja, das passt. Das ist auf einer Höhe glatt. Das können wir schön bearbeiten. Wir mucken das. Wir legen das doch trocken. Dann kann man auch besser und einfacher die Sachen einsammeln, weißt du? Wir machen das doch. Komm, scheiß drauf. Wow, da drehen die Steine durch. Wir legen das eben trocken. Da-da-da-da-da-da-da-dam. Alles, was drunter ist, dürfte egal sein. Noch wirklich nur den Weg, den wir brauchen. Alles da daneben und da drüber ist Wayne. Das bearbeiten wir nicht. Lassen wir die Natursteine so Natursteine sein. Sieht das schöner aus. Als wenn ich alles mit Cobblestone gleichmäßig ausfülle. Ich glaube, es sieht schöner aus. Also werden wir das tun. Jo, Horn ist gut. Der Horn wieder im Abgehen, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Meine Lieben, ihr habt den Horn Krähen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleingemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Da werden wir dann erstmal die Eröffnung von New Foxington feiern. Und vermutlich, hoffentlich
eine Runde Golf mit dem Falken spielen, aber das wird sich zeigen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.